So, meine Leute, jetzt wieder. Oh je, geht's aber los. Also, ich wollte mal zeigen, was ich meine Videos bearbeite. Und zwar, bitte den mal trinken, weil der trocken so halt. Und zwar mit, hier oben steht's, Hilfe im Express 13. Das ist die Version. Ja, wo steht's nochmal? Da. Version 13.1. 9319.94 bla bla bla. Juckt eigentlich niemand, aber ich wollte einfach mal gesagt haben. So, also, das ist alles auf Englisch, wie man schon hier sehen kann. Auch hier und so, alles Englisch. Für diejenigen, die mit dem Programm neu anfangen wollen oder tun, habe ich mal ein paar bei Word mal zusammengefasst zu die Hauptdinger zum Videoschneiden. Das habe ich für mich auch gemacht, also. Ich habe einmal ausprobiert, habe ich alles zusammengefasst, so was für mich interessant sein könnte. Und das zeige ich euch alles mal. Ich habe einfach mal das Intro genommen. Ich stelle los jetzt. Ich habe einmal mal das Intro genommen, irgendeine Musik und wie im Video von mir, da war ich in Wien. Und dann zeige ich mal, wie was funktioniert. Wir gehen jeden Schritt hier mal durch. Genau. Gut, also erstmal. Hier oben kann man es einfügen, Import. Das zeige ich jetzt nicht, aber da kann man dann von einem PC oder USB-Stick, wo auch immer, ihr die Videos und Musik und so habt, reinziehen. So. Okay, also nehmen wir mal dieses Intro. Und dann müsst ihr auf der linken Maustaste draufbleiben und rüberziehen. Da oben ist Video und da unten ist Audio. So, jetzt ziehen wir mal das Video genauso rüber. Kann man auch hier hin und her ziehen. Und da, wo es rot ist, einfach loslassen mit der Maus und dann switcht es dahin. So, und jetzt sieht es schon mal so aus. Intro und dann, Moin Leute, ich bin's wieder. Genau. So. Soweit, so gut. So gut, so weit. Nee, egal. Okay. Machen wir mal. Nee, was ich euch als erstes noch zeigen will, falls ihr vielleicht nochmal eine Audio habt. Heide nein, was ist los? Und nochmal ein Video. Wie ihr nochmal hier eine Spur machen könnt, eine Videospur oder eine Audiospur. Ihr geht hier unten bei Audiospur zum Beispiel mit der rechten Maustaste, klickt dann Insert Track und dann, genau, kommt hier ein zweites Ding, wenn ihr nochmal drauf geht, kommt ein drittes. So viele einfach braucht, zum Löschen genauso, rechte Maustaste, Delete Track, ja, Englisch bin ich, oh Gott, frag nicht, auf jeden Fall kann man sie wieder löschen. Da oben geht es genauso, nur halt das für Video. Da unten für Audio. Was ich auch noch gleich zeigen kann. Dann haben wir es gleich hinter uns. Falls ihr irgendwie ein Video nicht wollt oder ein bisschen dunkler sein soll, weil es nicht so auffällig sein soll. Ihr seht auch hier diese weiße Dinge, diese weißen Balken. Wenn ihr da mit der linken Maustaste drauf bleibt und runterzieht, dann könnt ihr es quasi dunkel machen. Oder ran verschwinden lassen. Ja. Das geht mit Audio genauso. Da war es halt leise oder laut. Also jetzt ist normal. Jetzt ist normal. Hier der. Ich kann es auch extra leise machen. Ich kann aber auch extra laut machen. Wir laden Spar hat schon zu. Dann übertönt, dann wird es zwar irgendwann nur noch rauschig, aber ist möglich. Genau, da kann man übrigens ziehen. Da unten steht da jetzt 0, ne? 0,00. Das ist dann Standard. Lautstärke. Und da wird dann plus bis 12 geht und minus, ja, minus 60, aber da hört man eh nichts mehr. Also, ich würde, wenn man nichts verändern will, würde ich ganz normal lassen, bei 0,00. So. Gut. Fangen wir mal mit dem ersten Effekt an. Video verzerren gibt verschiedene Optionen. Genau, ich habe übrigens hingeschrieben, Beschreibung, was es ist, was für eine Beschreibung ist und rechts, wie das funktioniert, wie man das macht. So, Video verzerren. Effekt, 360 Grad Video, 3D Video Transform. Okay, also hier steht es ja jetzt. Also hier links Effekt. Dann muss ich selber nochmal gucken. 360 Grad Video. Wir müssen jetzt hier unten suchen. Da oben ist es. Und dann war es ja bei Video Transform. Und dann kann man einfach auch mit der linken Maustaste draufbleiben und
rüberziehen auf Video. Nehmen wir jetzt das hier, man kann es auch auf das Video machen, aber wir machen aufs Hauptvideo. Und jetzt sehen wir ja schon. Ja, erstmal nichts, okay. So, auf jeden Fall, wenn man hier links runter geht, kann man jetzt irgendwelche Sachen verdrehen. Das sieht dann teilweise echt bescheuert aus. ja, das sieht dementsprechend bescheuert aus. Aber man kann da ein paar Sachen einstellen, die halt echt bekloppt aussehen. Ja. Ja, und dann sieht es halt zum Beispiel so aus. 20 Uhr gehabt. Ich war um 8:30. Es sieht wahnsinnig bescheuert aus. Aber man kann da zum Beispiel so Effekt machen. So, machen wir wieder nicht mehr normal. Wir wollen das so verzerren. So. So. Den machen wir wieder weg, den Effekt. Wir wollen ja die anderen auch mal zeigen. Dann gibt es ja noch den Effekt. Effekt des Tod. Heat. Blablabla. Englisch. Aber scheißegal, Hauptsache man weiß, was ist das Tor, dann Heat, Gedöns, altes Tor, dann Heat suchen, ne Quatsch, erstmal das Tor hier unten, dann Heat, warum ist denn da, und dann rüberziehen, und dann gibt es so einen Effekt. Hier oder so, halt neune, und dann... Also sieht ein bisschen auch bescheuert aus, deswegen habe ich eingeschrieben, Video verzerren. Dann gleiche mit Insekt. Das ist hier. Da gibt es also verschiedene, ja, Effekte. Man kann auch rumspielen. Man kann da ganz alles je nach Lust und Laune machen. Ja, man kann hier auch, ja, sieht teilweise ganz lustig aus. Ja, sieht aber auch total bescheuert aus. So. Ja. Ja, eigentlich die ganzen Effekte Twirl finde ich noch ganz lustig. Nehme ich oft. Oder nicht oft, aber finde ich witzig. Auch Tier oder Twirl. Twirl. Weiß nicht, wie es heißt. Das sieht dann so aus. Das sieht dermaßen bescheuert aus, aber. Ja, so. Ich bin gerade mit der U-Bahn noch in die Stadt reingefahren. Das sieht einfach bekloppt aus, aber machbar. So. Dann, ja, die ganzen Verzerrungen könnt ihr ja mal selber testen. Reflexion gibt zum Beispiel noch. Das ist, ne, wo war es nochmal? Genau, Generate. So, Generate. Unten runter scrollen auf Reflexion. Und dann sieht es halt auch dementsprechend bescheuert aus. Ja, hier ist zum Beispiel ohne Kopf. Sieht ganz lustig aus. Mein Ticket. Das gilt ja noch. Gut, jetzt machen wir mal nicht albern, machen wir wieder weiter. So. Also. Jetzt gehen wir mal zum anderen Zeug. Video verschwommen machen. Normal. Effekt, Blues, Angel Blur. So. Also gehen wir wieder drauf. Also Effekt, wo haben wir es denn? Ja, hier sind wir schon, Effekt, Angel, ne, wo waren wir? Blues, dann Angel Blur, da ist es, auch rüberziehen. Und dann, genau, habe ich auch schon beschrieben, was passiert. Dann kann man hier zum Beispiel, ja, verschwommen machen, ne? Hier kann man das Spiel verschwommen machen. Ja. Also die Liste, wo ich gemacht habe, ist eigentlich ganz sinnvoll, kommt man echt gut damit klar. Die habe ich selber erstellt, also nicht irgendwie irgendwo kopiert oder runtergeladen. Habe ich alles selber gemacht. Verschwommen machen. Herzoom, wegzoom. Auch Blues und Zoom Blue. Das wäre da hier unten. Genau, da kann man auch hinzoomen oder wegzoomen. Also ich zeige es dir mal kurz. Hier zum Beispiel kann man wegzoomen, das Unschaffbot. Oder hier hinzoomen. Ja. Okay. Video schwarz-weiß machen. Oder einfarbig. Channel. Color Space Converter. So. Effekt. Channel.
Color Space Converter. Ziehen wir es auch rüber. So, und jetzt können wir hier einfarbig machen, zum Beispiel nur grün. Wenn es mal wieder übel ist. Oder wenn ich mal wieder richtig auf aggressiv bin, mach mal auf rot. Man kann es aber auch schwarz-weiß machen. Und zwar geht es bei dem unteren hier. Ich glaube auf Sissy was. Nee. Ja, manchmal muss ich auch ein bisschen ausprobieren noch. Hier zum Beispiel. Oder ich glaube noch ein bisschen dunkler geht es bei Alpha. Nee. Ja, aber hier so ungefähr. Kann man hier das verstellen. Ja, das kann man auch machen. Ja, da kann man ein bisschen spielen, was es alles gibt und so. Ja. Machen wir weiter. Gesicht vergrößern wir kleinern. Das Tor Bulge. Bulge. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ist ja egal. Weil man soll ja wissen, was man macht. Und muss es ja nicht aussprechen können. So, hier kann man zum Beispiel. Das mache ich auch ganz gern. Kommt auch ganz lustig. Hier kann man zum Beispiel Gesicht vergrößern. Hier, wenn man auf Bulge drauf drückt, dann weiß man hier, wo das Ding ist. Dann kann man es mit der linken Maustaste nehmen und hier rumschieben. Und dann kann ich zum Beispiel hier das Gesicht ein bisschen verkleinern. Oder vergrößern. Das sieht dann halt. Ja. Dementsprechend bekloppt aus. Hier kann ich zum Beispiel Verklubschaugen machen. Alles möglich. So. Also. Machen wir weiter. Dann gibt's halt noch Zensieren. Das habt ihr schon öfter gesehen, wenn ich Autokennzeichen oder sowas zensiere. Das weiß ich sogar auswendig. Und zwar das Tod. Mit einer Protection war glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ja. So, da kann ich zum Beispiel das nehmen. Hier rüber. Dann sieht es erstmal so aus. Da unten ist es nämlich. Muss ich auf Pfeil drücken. Muss ich nochmal hier auf Witness Protection drücken. Und dann ist das Ding hier. Jetzt muss ich hier, das hier, ganz zurückfahren, weil dann ist es ausgefüllt. Nee, habe ich einen Blödsinn erzählt. Das ist nämlich die Größe. Das da unten ist nämlich dann ausgefüllt. Seht ihr das? Ich nehme aber dieses dieses Extrem-Ding hier, weil es nämlich dann dieses komplett, dieses komplette Ding, da kann man die Größe verstellen, hier, und bei Shape kann man, ja, die hier einmal länglich und einmal Hochformat quasi, und dann kann ich zum Beispiel mein Gesicht zensieren, ne, entweder nehme ich das jetzt komplett hier im Video, wenn ich erst da oben drauf gehe, oder ich gehe runter, mache auf Position und verschiebe da das Ganze. Dann kann ich hier zum Beispiel mein Gesicht zensieren. So. Jetzt, was ganz wichtig ist, was eigentlich bei allen Effekten geht. Wenn ich hier nichts mache und ich mache hier weiter, dann bleibt das Zensierte dort stehen. Es kann sein, wenn ich mich wieder bewege, sieht man mein Gesicht wieder. Wartet mal. Guck hier, sieht man mein Gesicht wieder? Irgendwo. Weil das Zensierte bleibt nämlich stehen. Das Ding ist halt, man muss es, wenn sich irgendwas bewegt und man es zensiert haben will, ist ein bisschen aufwendig, ist aber möglich. Man muss. Das zeige ich euch mal. Das zeige ich euch mal. Im Schnellformat. Wir machen hier kurz ein neues Video auf. So. Also. Warte mal, ein bisschen größer. Hier. Stell mal vor, ich will eine Stelle zensieren. Ich mache ganz kurze Stelle. Dann dränge ich hier links auf dieses Ding. Mache die Stelle, wo ich zensieren will. Ich sag mal von hier bis hier. So. Die Stelle habe ich, will ich zensiert haben. Drücke ich hier auf dieses. Auf diesen Ausschnitt drauf. Dann ziehe ich da dieses mit der Protection-Ding rein. So. Und dann mache ich kurz dieses Ding auf die Größe, wie ich es haben will. Mache ich kurz schnell. So, dann Größe lassen wir mal. Ich mache nur so ungefähr, dass ihr es euch vorstellen könnt. So, jetzt ist es so, wenn ich nichts mache, dann ändert sich dieses. Dann seht ihr auch nicht, ja, bleibt an der Stelle. Wenn ich aber zum Beispiel, ich mach mal ganz übertrieben, okay? Wenn ich zum Beispiel die Zensierte jetzt rechts haben will, wäre natürlich Blödsinn, weil dann sieht man mein Gesicht, ich weiß, aber angenommen, okay? So, jetzt müsst ihr nämlich hier am Anfang
alles auf diesem Haken setzen. Das heißt, auf Shape, nee, da brauchen wir nichts machen, Größe ändert sich nicht, Position. Ihr müsst zum Beispiel auf Center hier so ein blaues Haken machen, so einen blauen Haken. Und dann geht's auch schon los. Dann müsst ihr hier schrittweise hier vorspulen. Und angenommen, ihr wollt dieses Ding hier rechts haben, dann fahrt ihr hier zum Beispiel rechts. Und dann, genau, fahrt ihr hier durch. Und dann am Ende drückt ihr, glaube ich, nochmal hier drauf. Ich hoffe, ich kann ja keinen Misch erzählen. Nein, ich habe Misch erzählt. Ja, vor Aufregung klappt das jetzt nicht. Wir machen es nochmal, so rüberziehen. So. Ja, klappt halt nicht alles auf Anhieb. Also nochmal hier. So. Dann zieht ihr hier vor. Dann tut ihr es dahin, wo ihr es wollt. Dann zieht es nochmal vor. Macht zum Beispiel nochmal weiter rechts. Und dann ist es wieder zu Ende. Und jetzt theoretisch müsst ihr es nach rechts verwandeln. Am 8:30 hier oder so, 8:30. Habt ihr gesehen? Automatisch. Weil ich quasi immer mehr verschoben habe. Das ist ein bisschen aufwendig, wenn ihr wirklich was lang zensieren wollt. Dann kostet es sehr viel Zeit und manchmal auch Nerven. Zum Beispiel Menschen zensieren, das mag ich überhaupt nicht. Nicht weil ich denke, ja, heult nicht rum, sondern weil halt echt aufwendig ist, jede Sekunde irgendwie das Ding verschieben, weil. Ja, weil das Gesicht einmal so schnell wieder verschiebt vom Ort. Aber möglich ist es. Okay, machen wir weiter. Zensieren habe ich gerade gezeigt. Wieder abspannen. Ja, das ist nicht so spannend. Wasser, Fernseher-Effekt. Da können wir uns mal gucken. Effekt, Generate. Und dann Fraktalgedöns. Effekt, Generate. Wo haben wir es? Da. Und dann, das hier. Nee. Hä? Welche war es denn jetzt? Doch, das war's. Genau, dann gehen wir hier drauf. Ziehen wir es rüber, wenn wir hier drauf gehen. Und dann sieht es doch aus, wie so Fernseher. Hier kommen wir extra noch Fernseher. Ja, dann sieht es so aus wie so ein Fernseher, wo halt gerade kein Bild ist. da kann man noch verschiedene Sachen einstellen, so. Ganz verschiedene Dinge gibt es dann noch. Also gibt es alle mögliche. So. Machen wir weiter. Kinomodus. Es ist, es sieht einmal aus wie Kinomodus. Auch wieder Generate, dann Letterbox. Generate, dann Letterbox. Da unten. Ziehen wir rüber. Und dann sieht es ja aus wie so Kinoformat. Kann man ja auch extra noch angeben. Auf dem Pfeil runter und dann hier, hier Movie. Ja, genau. Dann ist so Movie hier. Oder. Da gibt es also verschiedene Effekte so. Ultra, die dann geil aus. Ja, man muss einfach mal aufprobieren, was man haben will und so. So. Wo so Menschen im Leben. Regentropfen auf See. Der sieht auch ganz geil aus. Generate dann, Ripple. Weiß nicht, wie es heißt. Ripple, wo haben wir es denn jetzt? Wir werden darüber müssen wir. Ripple. Da ist es. Sieht auch wie Regentropfen. Das verschiebt sich auch. Da kann man auch noch ein paar Sachen einstellen und so. Halt, war noch kurz in der Stadt. Zwei Sprudel. Ja, sieht aus wie so Regentropfen. Dann, ja, was. Eigentlich könnt ihr alles selber ausprobieren. Hier steht ja alles, wie funktioniert. Regentropfen, erstes Intro, das ist uninteressant, weil das ist, wie ich gemacht habe. Video mehrfach verdoppeln. Das habe ich auch schon gemacht. Teil. Generate Teil. Tile. Weiß nicht. Kann man Video verdoppeln. Ja. Hier 9er zum Beispiel. Man kann es aber auch hier 10x10. Oder hier kann man es ganz oft machen. Das sieht dann ganz lustig aus.
Oder halt Intro kann man vielleicht auch machen. So weg und dann. Und dann was einem Video. Kann man auch machen. So. Stoppuhr, Video auf Alt machen. Video auf Alt. Grunge, Gründe. Rain. Das sieht auch ganz lustig aus. Na, bei Wunder, was war es denn nochmal? Das ist interessant, das ist spannend, dass ich gemacht habe. Hier, Word, weil da kann man nämlich nachgucken. Wo war es denn jetzt? Auf Alt machen. Effekt, Grunge, Green. Effekt, Grunge, Grunge. Da. Und Green. Grain, Grain. Wo ist es denn jetzt? Ah, hier oben. So. Das sieht dann aus wie. Ja, als wenn das Video schon ein paar Jahre alt ist. Flaschen holen. Das sieht dann etwas alt aus, das Video. Ja, da kann man halt so viel machen, damit das ist einfach geil. Ja, Blitze, LED-Strahl, Regen, Explosion, Cartoon-Film. Cartoon-Film. Was ist denn das nochmal? Was ist das nochmal? Mal testen. Effekt. Stylitz. Effekt. Und. Style. Hier. Cartoon. Was war denn das nochmal? Achso, ja, genau. Ja, das, oh, das ist ein bisschen gruselig aus. Machen wir mal schnell weg. Das sieht auch nicht besser aus. Ja, da kann man halt so verschiedene. Der wurde ja immer bescheuert. Da kann man halt so verschiedene Sachen machen. Gut, machen wir weiter. Regen, Cartoon. Wieder zurückspulen. Zurückspulen. Effekt temporal. Effekt. So, genau, zurückspulen. Effekt. Vorspulen mache ich jetzt eigentlich auch noch. Also Effekt. Dann, Effekt, Effekt. Temporal. Temporal. Hier. Und dann Speed. Da kann ich zum Beispiel hier das Video auf Speed machen. Und dann kann ich hier zum Beispiel vorspulen. Bei Sprudelflaschen holen. Ah, ganz wichtig. Mach's nicht über das hier, Speed. Weil, den Fehler habe ich schon sehr oft gemacht. Da wird zwar das Video vorgespult, aber nicht das der Audio, das, nicht der Audio, aber nicht die Audio-Datei. Alles Video irgendwann fertig und ja, ihr labert noch. Das kann man ganz toll hier sehen, ne, kann man nicht. Also macht's nicht über das hier Speed. Wenn ihr Video vorspulen wollt, klickt hier auf Video, Rechtklick, Speed und dann gibt ihr hier zum Beispiel 200% ein. So, und jetzt ist es vorgespult mit Audio. Natürlich wird die Stimme dann auch höher. Was heißt natürlich? Natürlich ist es nicht, aber. Ja, egal. Machen wir auf 100% Standard. So. Zurückspulen kann man natürlich auch. Hier, dann wie hier unten auf Video. Nein. Jetzt, steht selber auf dem Schlauch. Zurückspulen. Genau, hier, guck mal, Vorspulen habe ich schon gezeigt. Rechtklick, Speed. Zurückspulen, Effekt, Temporal, Time. Der Effekt, Temporal. Und dann Time. Rückwärts, alle also rückwärts. Und dann wird das Ganze rückwärts abgespielt. Moin Leute, ich bin wieder. So. Jetzt bin ich selber überfragt, warum es nicht tut. Normalerweise sollte es tun. So, ich bin wieder daheim nach langer Zeit. War noch kurz in der Stadt. Zwei. Hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Normalerweise tut es. Warte mal. Genau, das muss man extra machen. Also hier, das ist für Video, das da oben ist für Audio. Wenn man Audio macht,
Ich kann auch mal zeigen, wo Audio generell zurückspult ist. Und zwar auf Audio. Audio rückwärts. Das macht man hier unten bei Audio rein. Oben geht's nicht, ist ja logisch, ist Video und nicht Audio. Und hier müsste rein theoretisch rückwärts Audio sein. What? Ja, da versteht man nur Chinesisch. Ach, boah, es ist rückwärts. So. Ja, das ist übrigens OBS. Schön, dass ihr es auch mal seht. So. Also, läuft übrigens noch, wenn wir schon dabei sind. Ja, läuft noch. Sehr schön. So, also. So. Toll, oder? So wie der Fenster hier. Also. Läuft's noch? Ich hab Schiss, dass er stoppt. Nein, läuft noch. Also, okay, Übergangeffekt. Ja. Also, wenn man jetzt mal schnell laufen lässt. Ja, ein zum anderen Video. Langweilig. So. Mache ich ja immer mit Effekte. Machen wir unten. Hier. Transition. Wie ist es? Genau, Transition. Blablabla. Video. Dann kann man hier Effekte einfügen. Das Ganze hier, den Effekte, Zoom zum Beispiel, kann ich machen, hier oben dazwischen machen. Und dann hier zum Beispiel ist Effekt jetzt Zoom. Moin, Leute, ich bin's wieder. Habt ihr gesehen? Man kann das Ganze auch hier verlängern. Und dann, wenn man hier langsam vorspult, dann sieht man den Effekt ganz gut. Da gibt es ganz verschiedene Effekte. Ihr könnt das mal ausprobieren, was ihr wollt. Eine Uhr gibt es, glaube ich, auch, da, Glock. Dann ist es quasi wie so eine Uhr. Falls ihr euch denkt, ja, Uhrzeigersinn ist langweilig, man kann es auch rückwärts machen, geht einfach hier oben drauf und dann hier rechts auf Controls und dann könnt ihr hier rückwärts einfügen und dann läuft das Ganze rückwärts. Nein. Das ist das Video. Oh je. Ich glaube hier. Nein. Ach, ich weiß nicht. Probiert einfach mal aus. Irgendwie wird's schon tun. So, mach wieder weg. So, jetzt ist es wieder weg. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, nach vorne, nach hinten kippen. Video. Wen interessiert? Ich kann es gerne mal zeigen. Rob. Perspektive. Die sieht eigentlich auch ganz geil aus. So. Rob. Jetzt kommt da unten. Rob. Perspektive. Sieht eigentlich auch ganz geil aus. Da kann man nämlich Video kippen. Das sieht auch ganz witzig aus. Hier kann man zum Beispiel alle mal testen. Hier kann man Bilder drehen. Das sieht ganz, Design ganz nice aus. Oder hier. Da kann man ein bisschen. Ja, da kann man einmal ein bisschen rumspielen so. Einfach, ja. Ich glaube mit dem Video selber so einigermaßen geht's. So, ganz am Ende, angenommen, ihr habt das Video fertig geschnitten. So, übrigens, falls ihr irgendwas weghaben wollt, einfach genau, habe ich schon gezeigt, glaube ich, einfach hier und hier, angenommen, ihr wollt die Stelle hier weghaben, dann tut ihr mit dem hier die Stelle markieren, also einmal rechts und links, je nachdem, wo ihr es haben wollt, wie lang, und dann hier auf den Pfeil draufklicken und mit der Tastatur entfernen und weg. Und weg ist es. Und dann könnt ihr hier hinschieben zum Beispiel. Rückgängig, da oben bei File steht's. Nee, Quatsch. Bei hier. Steuerung Z geht zurück. Und Steuerung Y geht vor. Ich mach mal vor. Steuerung Z geht zurück. Und Steuerung Y geht wieder vor, falls ihr irgendwie was mischt gemacht habt. Ja, angenommen, ihr habt das Video fertig. Wie tue ich das jetzt umwandeln in MP4? Also, ihr fahrt erstmal ganz nach rechts. Meistens ist dieses Ding hier ganz am Ende. Also, ich demonstriere es mal. Meistens ist das Ding hier. Dann sieht es so aus. Das ist dunkel, dann müsst ihr mit der linken Maustaste nehmen, hier so weit hinziehen, bis es hier am Ende ist, hier, und da ist nämlich das Video, wo es aufhört. Dann müsst ihr hier auf
in Out Area machen, drücken. So, drücken wir mal. Da passiert erstmal nichts. Ihr seht jetzt erstmal nichts. So, es hat sich aber was getan. Und zwar hier oben bei Englisch. Dann auf jeden Fall bei Export. Das dauert, weil ich habe schon viele Videos gemacht. Dann hier unten sieht es so aus. Da könnt ihr die Qualität einstellen noch, was ihr haben wollt. Ich tue mit 80.000p machen. Und dann hier auf Start, Export. Genau. Und dann wandelt es um und fertig. Hier könnt ihr wieder zurückgehen. Gut, wollen wir jetzt nicht. Ja. Falls ihr zum Beispiel denkt, oh, dieses Standbild ist ja ganz lustig. Wie kann ich denn da ein Bild machen, das ich einfügen kann? Auch ganz easy. Ihr geht hier auf Option, Export Frame und dann speichert ihr es da, wo ihr es hin haben wollt. Und dann ist es quasi ein Bild. Und dann könnt ihr es hier links wieder einfügen. Als Bild. So, mit Audio zeige ich auch noch kurz ein paar Sachen. Ich habe hier zum Beispiel Musik. Das ist die Musik hier. Ja, da könnt ihr auch ein paar Sachen machen. Hier Audio rückwärts habe ich schon gezeigt. Oder ja, Pitch. Ne? Pitch, Stimme. Können zum Beispiel höher machen oder niedriger, etwas höher. Mal ein bisschen zu hoch. Machen wir ein bisschen höher. Nicht zu hoch. So, machen wir mal auf 2. Ja, oder minus 2. Dann wird es immer tiefer. Irgendwann ist halt so tief, dass man gar nicht mehr versteht. Das kann ich aber natürlich auch mit meiner eigenen Stimme machen. Das hört sich ganz lustig an. So, ich bin wieder da. Ja, ist normal jetzt. Und im Pitch kann ich zum Beispiel eine hohe Stimme machen. Hört sich dann ein bisschen komisch an, aber geht. So. Falls ihr denkt, das rauscht so komisch, das täuscht. Ich habe ja auch gedacht, hä, was, warum ist das so komisch an? Wenn ihr es aber wieder umwandelt, dann hört es ganz normal an, nur ist es halt eine hohe Stimme. Genau, hier kann man tief machen. Also dieses Stottern-Ding, was ihr gerade hört, das ist nachher nicht so. Das wahrscheinlich, weil mein Rechner, weil ich gerade aufnehme, ist ein bisschen langsam, deswegen. Aber normalerweise ist es nicht so. Noch was, falls ihr, zeige ich euch auch mal kurz, falls ihr zum Beispiel normal haben wollt, und dann wird es immer tiefer, zeige ich auch mal, also hier schon markieren, und sagen wir mal, hier ungefähr, bla bla bla, wollen wir haben. Hier soll die Stimme noch normal sein. Klicken wir hier unten auf Audio. Machen hier diese Pitch rein. Machen wir oben, haben wir schon drin gehabt, machen wir weg. So, dann drücken wir hier, auf dieses Ding, gleich am Anfang. Und am Ende, angenommen, wir wollen minus 2 haben, ja. Und drücken wir, machen wir minus 4. Minus 4, Enter, und dann ist ja hier das blaue Ding erschienen. Und jetzt seht ihr hier links, wie sich langsam von hier bis hier auf minus 4 ändert. Hier sehen wir es. So, ich habe ein Video gehabt. Ich war um 8:30 hier oder so, 8:30. Und dann bin ich gerade mit der U-Bahn noch einen Stock reingefahren. Ja, und dann hier sehen wir es langsam. Weil Ticket. Und dann ganz am Ende minus 4. Kann man genauso wie mit plus hoch, plus einfach machen, mit der hohen Stimme geht auch. Ich glaube, dieses Grundding wisst ihr jetzt ungefähr. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, also ich sag's gleich voraus, ich weiß auch nicht alles. Also nicht denken, ich weiß alles, aber zu viel, also, naja, nicht so viel. Aber ziemlich viel weiß ich schon mittlerweile. Ich nutze das Ding schon 2 Jahre lang knapp. Und ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit dem. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also,
eventuell weiß ich es, aber nicht enttäuscht sein, wenn ich es auch nicht weiß, ja. Ich versuche zu helfen und ja, genau. Danke fürs Zugucken, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao.